Es wird düster in Yoshi's Crafted World, denn wir begeben uns jetzt in diesen wolkenverhangenen Teil, wo nur eine Batterie herumliegt. Das macht den Anschein, als wäre da die Zivilisation schon längst untergegangen. Die Zivilisation. Uff, ich bin so kaputt, hätte ich doch nur 15 Grinseblumen. Da hast du. Oh nein, jetzt bin ich wieder unter 400. Ich fühle mich so arm. Das ist wieder so eine Welt, die sich öffnet. Bin schon gespannt, wie sie aussieht. Danke, es geht mir schon viel besser. Diese ungesunde, bläuliche Gesichtsfarbe. Der hat viel zu lang die Luft angehalten. Hui! Man kann gar nicht wirklich erkennen, was das hier... Doch, so eine Art Fabrik. Schummerland, herzlich willkommen. Ja, der heißt Igor. Igor Barikaton. Eine schöne Glühbirne auf seinem Bauch. Der hat bestimmt immer die besten... Ideen. Munkeln im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber hallo, eine verlassene Stadt. Ich lag gar nicht mal so falsch, wie es aussieht. Hier gibt's eine Menge Grinseblumen zu finden. Und alle davon werden mein sein, früher oder später. Wird aber auch mal Zeit, ne? Wir hatten jetzt nur happy, fröhlich, go lucky Level. Naja, bis auf ein paar vereinzelte Geister-Level, aber das hier? Das ist gruselig. Wie so eine verlassene Hafenstadt. Hier schleichen sich bestimmt die fiesesten Gauner rum und machen irgendwelche Hehlereien. Wenn er dich sieht, dann lauf. Kommt etwa der Sensenscheigei zurück? Oder meint er das Vieh da oben? Ach du meine Güte, was hat er da in der Hand? Chucky die Mörderpuppe? Es? Pennywise? Pennywise verfolgt mich? Ich lass mich von dir nicht hin. Oh, vielleicht lasse ich mich doch einschüchtern. Dem macht das nämlich überhaupt nichts aus, wenn er Eier gegen die Fresse bekommt. Verfolgt er mich jetzt immer noch oder was ist hier los? Moment. Kann der mich nur bis zu diesem Lichtkegel verfolgen? Das wird's wahrscheinlich gewesen sein, oder? Komm du mal her. Ne? Ja, oder er sieht mich einfach nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich irgendwie in dieses Haus hier noch hätte reingehen können. Der verhindert das irgendwie effektiv. Naja, vielleicht von der Rückseite aus. Hey, Lakitu. Was willst du denn? Sieht irgendwie alles so aus, als könnte man es eben abschießen. Und dann doch nicht. Aha. Die ersten roten Münzen in diesem Level. So eine gute Idee für diese Lakitus aus dem Hintergrund. Zombie-Scheigeis? Sie hier echt total die Apokalypse losgebrochen. Guten Tag. Wie komme ich denn an dem vorbei? Wenn ich dem nichts anhaben kann. Oh! Wie gut, dass ich doch meinen Roboter-Dings hier auf mir habe. Aber im Ernst, Mann, wie kommt man an dem vorbei, ohne Schaden zu nehmen? Das würde ich gerne wissen. Man muss den doch irgendwie kurz benommen machen können. Hui. Oder auch nicht, Hilfe! Das ist total der Stress. Aber super cool gemacht. Hey, du bist voll hilfreich. Mach das nochmal auf hier. Da muss ich schon keine Eier verschwenden. Wenn man dem die Axt aus der Hand schlagen könnte oder so. Aber das interessiert den wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde, wenn man den abwirft. Mehr ist da nicht. Da muss ich wohl lernen, mit ihm umzugehen. So, jetzt ist mein Kostüm weg. Supi. Hast du toll gemacht. So lange mit der Axt draufgehauen, bis es halt endlich zerspalten war. Vielleicht sollte ich es mal mit einer Stampfattacke probieren. Aber man sieht ja, wenn er die Axt über seinen Kopf hält, dann hilft das auch nichts. Diese Papierkugeln da hinten. Wie diese ausgetrockneten kleinen Büsche, die in Western immer umher dönern. So, hier kommt man nur von der anderen Seite durch. Das werde ich mir vermutlich noch zunutze machen müssen. Allein schon, um an dieses Fragezeichen ranzukommen. Oh, dafür gibt's eine Belohnung? Aber nichts Wichtiges, oder? Sonst müsste ich tatsächlich nochmal zurücklaufen und das alles in Augenschein nehmen. So. Ich fühle mich hier ein bisschen eingesperrt. Wenn jetzt Chucky die Mörderpuppe auf mich zukommt, dann habe ich ein Problem. Ist auch noch ein Namensvetter von mir. Das ist doppelt gruselig. Hier! War das eine gute Idee, das kaputt zu machen? Vorerst nicht.
Lecker. Boah, richtig fett. Richtig fett rote Münzen gibt's dafür. Ich würde da so gerne reingehen und das erkunden. Aber es geht natürlich nicht. Wo Lichtkegel sind, sind auch die Clowns nicht fern. Komm her, du Clown. Oh nein, nein! Ich unterschätze das total. Ich glaube, das ist der schnellste Gegner in diesem Spiel. Renn, Yoshi, renn um dein Leben. Um dein gecraftetes Leben. Diese coole. Ja, siehst du, hier ist nämlich auch was. Da muss ich nochmal zurück. Ich muss diese coole in Augenschein nehmen. So, das hat ihn jetzt sehr wehgetan. Wie er da steht und nur schreit, meine Augen, meine Augen. Na, da ist nichts, da ist nichts. Oh Gott. Nee, tatsächlich nicht. Sie wollten es einen nur glauben machen. Huch. Sah im ersten Moment so aus, als wäre das hier giftiges Wasser. Wieso sind hier so viele? Ist das eine Falle? Herzen? Ich nehme mal ein bisschen Abstand. Ein Haufen Münzen. Und... Es war so klar. War so klar, da kommen sie. Gleich 50 auf einmal, ey. Die will ich mir mal ein bisschen genauer angucken. Was bist du denn? Der sieht ja witzig aus. Er kommt von hinten. Nein! Da ist doch ein Fragezeichen, Mann. Oh! Toll. Komme ich dem jetzt überhaupt nochmal davon? Hey, der ist runtergefallen. Und da haben sie sogar noch das Geschenk versteckt. Das ist ja übelst dreist. Jeder normale Spieler, der sich hier in die Hosen kackt und davonläuft, übersieht das. Noch ein paar Eier mitnehmen. Wenn man in Bewegung bleibt, hat er natürlich keine Chance, einen zu kriegen, aber... Das Spiel ist ja ein bisschen darauf ausgelegt, dass man nicht ständig in Bewegung bleibt, sondern die Augen offen hält und nach Secrets sucht. Was hat sich da gerade in Herzen verwandelt? War das die Lakitus? Ha, da kommt man ja jetzt nicht mal dran. Was für ein Betrug. Ah, ja, mit einem Ei muss ich das Minispiel hier nicht starten, aber hier ist eine Station. Komm her, Eier. Eierchen. So. Auf geht's. Was gilt es zu tun? Alle Lakitus abballern? Hä, wieso hat das nicht gezählt? Du willst mir jetzt nicht... Ach nein, die halten Blumen hoch. Da ist die richtige. Phew. Dann konnte man die wohl gar nicht abwerfen. Das wäre ja wirklich der übelste fehlplatzierte Skill gewesen, wenn ich wirklich durch diesen Fensterrahmen hindurchgeschossen hätte, ohne den Lakitu zu treffen. Ja gut, die Herzen sind zwar voll, aber ich habe gar nicht mal die große Hoffnung, die hier durchzubringen. Lauf du mal von der Kante runter. Kannst du mir den Gefallen tun? Nee. Ups. Nein, gib mir das Ei. Hier bin ich. Das merkt er nicht noch. Das merkt er nicht mal. Der kann da echt nicht runterlaufen, ne? Aber ich würde halt so gern da reingucken. Und das ist auch nicht ver... Wieso ging das jetzt nicht auf? Das ist ja unfair. Da konnte ich jetzt überhaupt nichts dafür. Bin dagegen gelatscht, aber es ist halt nicht aufgegangen. Dann hier wahrscheinlich auch, oder? Ja. Boah, ey. Machen mich krank. Trotz allem eines der besten Level, auch wenn es so stressig ist. Ist das eine normale Münze oder eine rote Münze? Ich glaube, das ist eine normale Münze. Noch so ein Spielchen. Und diesmal mit Beeren, während ich von der Mörderpuppe attackiert werde. Ja, erstmal die. Gut gemacht, Yoshi. Sehr gut gemacht. Ich habe mit dem dunkelblauen Yoshi hier ein bisschen Tarnung. Das ist bestimmt der Vorteil, den ich hier habe. Haha. Moment. Nein, das ist eine Sackgasse. Dang it, es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Clowns zu betäuben. Sonst kommt man doch an den meisten Stellen überhaupt nicht an ihnen vorbei. Es gibt etwas, was ich nicht weiß. Es gibt etwas, was ich übersehen habe. Oh mein Gott. Rote Münzen sind voll, das ist sehr gut. Eine Grinseblume fehlt noch. Die könnte sich hier verbergen und das tut sie auch. Yes. Aber mit der Blume geht auch der Lichtkegel verloren. Das schaffst du, Yoshi. Yes. Wow.
Obwohl ich mit Kostüm gestartet bin, habe ich am Schluss die Herzen nicht durchbekommen. Das heißt einiges. Aber wie gesagt, ich habe die einfach nicht gecheckt, ne? Nichts wie auf die Suche nach den Schnuffelchen, bevor die hier auf die Speisekarte kommen. 3 Minuten 30 habe ich wieder mal Zeit. Jetzt, wo ich mich wieder genauestens umsehen muss, werde ich wahrscheinlich wieder die Axt in den Hinterkopf bekommen. Bei jeder Gelegenheit, die sich darbietet. Schnuffelchen, komm zurück. Mach mir solche Sorgen. Ach, jetzt fliegen sie schon vom Himmel. It's raining Mörderpuppe. Halleluja. Wie soll man sich denn hier umgucken in Ruhe? Ist ja gar nicht möglich. Man wird verfolgt. Ob man das nun will oder nicht. Ey, das ist richtig nervig, ne? Wenn die diesen Überkopfschwung machen, dass die damit wirklich zuschlagen können, dass die da treffen. Das nervt. Ja, lässt sich aber auch echt nicht verhindern. Komm nicht über die Viecher drüber. Yoshi kann nicht hoch genug springen. Schnuffeltier Nummer 1 ist gesichert. Ja, Eier brauche ich jetzt keine mehr. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Schnuffelchen auf dem Weg liegen. Und nicht übelst krass versteckt sind. Bei dieser Todesangst, die man hier haben muss die ganze Zeit. Ein paar Herzen, ja. Falls mir das Kostüm wieder abhanden kommt. Was ist das für eine Soße da unten eigentlich? Sieht gar nicht gesund aus. Ich hör was. Da, in dem Fenster. No! Ich denke, es ist so gewollt, dass man die Clowns in diese kleinen Vertiefungen lockt. Und dann kann man ja problemlos über sie drüber springen. Aber trotzdem, ist merkwürdig. Noch ein paar Fledermäuse verspeisen, wie Ozzy Osbourne. Und da bellt es. Es wechselt zwischen den Fenstern hin und her. Das macht den Braten jetzt aber auch nicht fett. So, und jetzt habe ich noch genug Zeit, um ins Ziel zu laufen. Perfekt. Da freuen sie sich. Würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich vor so gruseligen Gestalten gerettet worden wäre. Jetzt gerate ich echt ins Schwitzen, du. Was war das denn? So kann es gerne weitergehen. Munkelt im Dunkeln. Wie heißt das nächste Level? Schleicherei allerlei. Jetzt hauen sie es nochmal richtig aus mit der Übersetzung. Ich denke, dafür habe ich noch gut Zeit. Ich sehe schon wieder Lichtkegel. Ich kann nur hoffen, dass die Clowns eine einmalige Sache waren. Hallöchen? Aha. Immer zu dem Zeitpunkt, wo ich ungeduldig werde, ist der Ladebildschirm dann doch zu Ende. Das blendet ja total. Oh, ups. Okay. Das heißt, wenn ich in das Licht laufe, wird der Alarm aktiviert, aber mit so einem Schalter kann ich ihn wieder ausschalten. Münzen. Das sieht lustig aus. Sieht fast aus wie ein Schnuffelchen. Ein sehr dickes, gut genährtes Schnuffelchen. Aha. Beim ersten Mal konnte man es gar nicht vermeiden, ins Licht zu laufen, damit man kapiert, was das Gimmick dieses Levels ist. Aber ab jetzt, wenn man sich schleichend fortbewegt, müsste alles gut ausgehen. Was ist das denn für einer? Ach ja, stimmt, das war so ein Typi. Mit dem legt man sich am besten gar nicht erst an. Erinnert mich ein bisschen an die Level aus der, ich glaube, es war die letzte Welt von Rayman Legends. Da musste man auch solchen Lichtdingern ausweichen. Da oben kann ich ja jetzt aber nicht hin, ohne erkannt zu werden. Deswegen lasse ich das mal.
In der Hoffnung, dass es da nichts Wichtiges gab. Ach so! Oh, ach so? Wieso? Zählt das etwa auch als Deckung, diese kleinen Schattenstreifen da? Ich befürchte fast, da muss jemand sein Alarmsystem ein bisschen überarbeiten. Was ist das für da hinten? Knochengerüst. Was ist das denn hier verloren? Ach, ich bin hier in einem Museum. Jetzt schnalle ich das erst. Wir sind in ein Museum eingebrochen, wollen die Kunstwerke stehlen. Oder zumindest die Münzen. Was ist das denn für... Ach so, das bewegt sich. Wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Fragezeichen? Wer kam denn auf die Idee, das da zu verstecken? Okay, ich wurde erkannt. Nur wegen dem blöden Ding hier. Na also, geht doch. Sind die jetzt gerade echt ineinander gerasselt und haben sich gegenseitig kaputt gemacht? Die sind ja witzig. Die sind auch irgendwie total dämlich. Die rennen in mich rein und gehen kaputt. So, Schluss damit. So ein Museum möchte ich mal sehen. Schon wieder so ein Ding. Ah, ich verstehe. Mhm, das ist so ein Kunstgewerk, das sich über mehrere Level erstreckt. Na, immerhin habe ich das dann schon mal gesehen. So, natürlich. Man möchte mich aufs Glatteis führen. Yeah. Aber es waren nur drei. Dann geht's ja noch. Und das ist Blume... Ja, okay, ich weiß, wo die waren, ne? In diesem Abschnitt, den ich übersprungen habe, in dem ich diese komische Abkürzung genommen habe nach unten. Aber wie gesagt, oben kam ich nicht mehr zurück und da war auch alles voller Licht. Heute ist nicht mein Tag. Was die Gimmicks angeht. Was ist das denn für ein komisches... Ich meine, wenn man sich umschauen will in diesem Level, dann hat man doch gar nicht... Dann muss man sich ja in die Lichtkegel stellen. Es geht ja gar nicht anders. Das ist schon wieder so ähnlich wie mit den Clowns. Nein, das Zipfelchen. Wenn ich das Kostüm nicht getragen hätte, hätten sie mich nicht gesehen. So kam es mir zumindest vor. So, mal einen Schalter finden, damit hier Ruhe einkehrt. Es gibt nur keinen. Es gibt nur keinen. Da drüben ist einer. Okay. Und zack. Mal schnell die Münzen her, dann kehre ich nochmal zurück. Obwohl sich das jetzt schon wieder kaum noch lohnt. Weil ich das Level sowieso nochmal spielen muss, aber egal. So, jetzt gehe ich hier unten durch. Den Alarm so gut es geht hinauszögern. Jupsa! Ja, so kann man natürlich auch den Alarm umgehen, wenn man Eier verschießt. Trotzdem. Ist schwierig, allem auszuweichen. Naja, okay. Wie gesagt, da ich sowieso nochmal spielen muss, gucke ich jetzt nicht nochmal alles an. Sondern nehme mit, was geht. Vor allem den Alarm auch. Ein Museum, das einen riesigen Wal aus Pappe ausstellt. Den man sogar bewerfen kann. Hey, die Vasen! Die Vasen aus Yoshi's Island. Was für eine coole Idee. Gibt's noch mehr Easter Eggs? Ach komm, ist doch gar nicht wahr. Das habe ich nicht anvisiert. Bei aller Liebe, das habe ich nicht anvisiert. Ah, hier kann man sich Eier holen. Drei Stück sollen es mal sein. Wie sich der an meine Zunge teleportiert hat. Das sah witzig aus. Das heißt, ich will hier erst nach oben, auch wenn sich das... Wo schießt der Typ denn hin? So. Immerhin die letzten drei. Nicht ganz erfolglos. Der Raubzug durch das Museum. Hallöchen. Hallöchen. Hier wird man doch irre, wenn man kein Kostüm anhat. Verliert man ja sofort die Nerven. Was ist das denn für ein lustiger Kerlchen da hinten? Ich finde das einfach nur witzig. Wie die total unfähig sind, diese Roboter. Obwohl, so unfähig ist er gar nicht. Der kann sogar hier hochspringen. Da wir gerade erst so einen Knopf hatten, mit dem man die Alarmanlage ausstellen kann, will ich jetzt nicht schon wieder triggern. No, okay. Ich musste mich hier unten umsehen. Bamski. Und stopp. Gerade noch rechtzeitig abgedreht. Was ist das hier Schönes? Hundsgewöhnliche Münzen. Ja, hinter diesen Kartonwänden. Da können sie ja alles verstecken. Und man sieht es nicht die ganze Zeit. Ob das nun Blumen oder Münzen oder Kunstwerke sein mögen. Oh, eine Treppe. Die Treppe zum Ausgang. Sieht schlecht aus. Ja gut, die ersten zwei Blumen. Und noch drei rote Münzen. Die könnten sich mit ein bisschen Glück alle in diesem ersten Abschnitt befinden, den ich nicht gut angeguckt habe.
Okay, hier ist zumindest mal Blume Nummer 1, aber auch eine Sackgasse. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit, als hier runter zu gehen. Ach komm. Und direkt auf den Schalter. Ah, hier kommt man tatsächlich doch hoch, ohne gesehen zu werden. Und das sind dann auch die Blume und vielleicht sogar nicht die finalen roten Münzen. Okay. Da drüben ist aber noch mehr. Muss ich nur einen Weg finden. Ungesehen dahin zu kommen, geht aber, glaube ich, gar nicht. Nee, dann mache ich es halt mit Alarm. Es sind nur zwei. Habe ich das Geschenk gefunden? Muss mal nach dem Geschenk Ausschau halten. Ich lasse jetzt einfach mal den Alarm Dauer aktiviert. Dadurch sind nämlich die Kartonwände auch dauerhaft runtergefahren und ich kann mich viel besser umsehen, was sich da alles verbirgt. Da steht's ja schon. Da steht's ja schon. Perfekt. Okay, Leute. Richtig interessante Welt. Im nächsten Part schauen wir uns dann noch an, wo die Schnuffelchen hier versteckt sind und das letzte Level mit dem Zahnrad. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.